Ja, schönen guten Tag, Frau Käßmann. Guten Tag, Sie haben ja einen komplizierten Namen, Herr Bett vom Strom. Bett vom Strom, ja. Ja, wieso haben Sie eigentlich einen Doppelnamen? Sonst haben doch Frauen einen Doppelnamen. Ja, ich habe in den USA geheiratet und da haben wir schlicht und einfach uns überlegt, meine Frau ist Amerikanerin, wie wir das mit dem Namen machen. Wir haben beide unseren Namen gemocht. Und dann lag es nahe, ihn zu verbinden. Und ich möchte das Bedford auch nicht mehr mitnehmen. Sagen Sie, was mich interessiert, ich nehme an, dass Sie als Kinder getauft worden sind, dass Sie in evangelischen Familien groß geworden sind. Aber das ist ja das eine, dass man evangelisch aufwächst. Wieso haben Sie sich dann eigentlich beide zur Theologie entschieden und haben die Laufbahn gemacht, wie Sie wissen, bis hin zu Ihren heutigen Stellungen? Also ich kann sagen, dass ich erstmal das studiert habe, was Sie auch studiert haben, nämlich Rechtswissenschaften. Damit habe ich angefangen. Theologie war jetzt nicht das, wo ich immer schon... Das verstehe ich, dass man nach Rechtswissenschaft und Theologie kommt. Ja, ja. Es ist möglicherweise tatsächlich so gewesen, wie Sie jetzt gerade vorausgesetzt haben. Ich habe nämlich Jura studiert und habe eigentlich dann immer das Gefühl gehabt, da wo es richtig spannend wurde, wo die Grundfragen gestellt wurden, wo die Grundorientierungen zur Sprache kamen, was ist eigentlich Gerechtigkeit und worauf basiert eigentlich unser Reden von Gerechtigkeit, da war es dann irgendwie immer vorbei. Und da musste man sich dann in irgendwelchen freiwilligen Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag drüber verständigen. Und da habe ich gemerkt, mich interessieren doch diese Grundorientierungsfragen am meisten. Und dann habe ich viel in der Bibel gelesen, hat eine große Rolle gespielt. Und das fand ich einfach stark. Diese biblischen Texte fand ich stark. Und dann habe ich mich entschlossen zu wechseln. Und bei Ihnen, Frau Käßmann? Bei mir war das so, dass Frauen ja nicht unbedingt Theologie studiert haben. Ich hatte überhaupt keine Pfarrerin im Blick. Ich hatte nie eine Pfarrerin getroffen, aber ich bin mit 16 in die USA gegangen, hatte dadurch Zufall ein Stipendium bekommen für ein Ostküsteninternat und da waren die einzigen anderen Stipendiaten schwarz. Und die Stipendiaten waren immer so ein bisschen abseits von den anderen und durch die habe ich Martin Luther King kennengelernt. Der Rassismus hat mich doch massiv aufgebracht, den ich da erlebt habe. Ich habe auch das Ende des Vietnamkriegs in den USA erlebt und die Diskussionen, die es da gab. Und dann habe ich da die ersten Juden meines Lebens getroffen. Das hat viele Fragen alles in mir ausgelöst und dann dachte ich, Theologie ist interessant. Und ich kam dann zurück nach Deutschland und habe gesagt, ich möchte Theologie studieren, was große Heiterkeit bei allen, die mich kannten, ausgelöst hat. Erstmal, weil sie sagten, was soll das denn? Und erst im Studium kam dann dieser Berufswunsch langsam dazu. Warum ist die Reformation heute im 21. Jahrhundert noch so wichtig für die Menschen? Logischerweise auch für Sie, aber in erster Linie für die anderen, für die Menschen. Da gibt es viele, viele Gründe. Denn die Freiheit eines Christenmenschen, das ist der programmatische Titel der wichtigsten Schrift, aus meiner Sicht auch der brillantesten Schrift von Martin Luther. Die Freiheit eines Christenmenschen war vielleicht nie wichtiger als heute. Also, dass wir auf der einen Seite unserem Gewissen folgen, dass wir uns nicht von Autoritäten einschüchtern lassen, sondern da, wo wir etwas für wahr erkannt haben, auch dafür einstehen, selbst dann, wenn es Nachteile bringt. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass wir das nicht in irgendeiner Selbstverliebtheit tun, sondern immer an den anderen orientiert. Immer so, dass wir dem Nächsten dienen, wie Luther sagen würde. Also die Freiheit immer so, dass sie auch das Engagement für die Gemeinschaft, insbesondere für die Schwachen bedeutet. Das ist eigentlich der Kern dessen, was Martin Luther wichtig war. Und das ist natürlich hochaktuell heute. Wie würden Sie denn das begründen? Hat das, wenn ich mal fragen darf, auch irgendwas mit Gleichstellung der Geschlechter zu tun oder liege ich da völlig falsch? Ja, für Martin Luther war es so, dass er gesagt hat, jeder, der getauft ist, ist Priester, Bischof, Papst. Hat dann noch 450 Jahre gedauert, bis die evangelische Kirche begriffen hat, dass die Frauen auch getauft sind. Und deshalb aus Tauftheologie wir Frauen in alle Ämter ordinieren. Aber für mich hat das schon viel damit zu tun. Luther hat die Frauen, wie ich finde, aufgewertet, indem er gesagt hat, nicht nur das Leben im Zölibat ist gutes Leben vor Gott, sondern auch Sexualität, Kinder bekommen, Familie, das ist gutes Leben vor Gott. Das heißt, das Frauenleben mit Kindern war nicht mehr nur was Sündiges, sondern auch Teil des guten Lebens vor Gott. Und Frauen haben das ja sehr früh begriffen. Ich nehme mal als Beispiel Elisabeth von Kahlenberg. Die hat mir immer sehr imponiert. Die hat also als junge Frau über ihre Mutter Luther kennengelernt, hat dann durchgesetzt, dass sie das Abendmahl in beiderlei Gestalt bekommt. Und als ihr Mann starb, und der Sohn noch zu klein war, übernahm sie das Kahlenberger Land, also Südniedersachsen, und hat dann einerseits die Reformation eingeführt, auf Augenhöhe mit Luther, hat gesagt, bring mir Prediger, andererseits aber gesagt, sie lässt die Klöster nicht auflösen, obwohl Luther das wollte, weil sie gesagt hat, die Frauen in den Klöstern brauchen einen Ort der Bildung und wo sie sozial tätig sein können. Die Frau imponiert mir nämlich, weil sie dann auch so schlau war, zu sagen, weder die Kirche noch der Staat kommt an das Geld der Klöster, sondern sie hat einen Klosterfonds gegründet und der besteht bis heute unabhängig, obwohl also Kirche und Staat gerne zugreifen würden. Also da waren schon Frauen, die
diesen Gedanken, denke ich, in der Reformationszeit sehr klar aufgegriffen haben. Ich habe jetzt ja in Brandenburg ein Kloster besucht und erst dort erfahren, dass das schon zur DDR-Zeit immer existierte. Also es ist auch interessant, in welchen Nischen man so überlebt und Strukturen erhält. Sagen Sie mal, in meiner Schulzeit war es natürlich so, dass Luther eine wichtige Rolle spielte, aber Münzer spielte ja eine noch wichtigere Rolle. Das war ja nun auch ein Pfarrer. Was glauben Sie, warum Münzer gescheitert ist und warum Luther letztlich doch die größere Bedeutung erlangt hat? Also ich glaube, es hat schon auch was mit den Inhalten zu tun, die beide vertreten haben. Sowohl Luther als auch Münzer haben ein klares Profil gezeigt, was das Verhältnis des Christen zur Welt betrifft. Und da haben sie sich eben auch unterschieden. Münzer hat das, was das Evangelium uns mit auf den Weg gibt, in sehr direkter Weise auf die Welt übertragen wollen. Und am Ende ist dabei viel Gewalt herausgekommen. Auf beiden Seiten. Luther hat mit seiner sogenannten Zwei-Regimente-Lehre, manche nennen es auch noch Zwei-Reiche-Lehre, eine andere Position da vertreten, hat gesagt, dass der Christ im direkten Verhältnis zum Mitmenschen die Gebote der Bergpredigt befolgen soll und im Verhältnis zum staatlichen Handel oder im staatlichen Handeln genau überlegen muss, wie die Liebe sich im staatlichen Handeln dann zeigen kann. Da gibt es dann auch Polizei, gibt es eben auch Zwangsmittel. Da haben Luther und Münzer sich gegenübergestanden. Aber ich würde wagen zu sagen, dass wenn Luthers Zwei-Regimente-Lehre wirklich klug angewandt wird und wenn sie nicht in der Art, wie das im Bauernkriegen dann auch zum Nachteil oder in pervertierter Weise eigentlich deutlich geworden ist, also draufschlagen, Menschen polizeilich töten, wenn das nicht so gemacht wird, dann kann das heute eine ganz große Bedeutung haben, nämlich die Herrschaft des Rechts und die Bedeutung des Rechts, dass wir die Liebe, die der christliche Glaube uns mit auf den Weg gibt, dass die auch in den staatlichen Strukturen, im Recht, in der Ordnung sozusagen zum Ausdruck kommt. Das ist die Aufgabe, die Luther uns mit auf den Weg gegeben hat. Und auf diese Frage, die so wichtig ist, eine Antwort zu geben, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und ich finde, Münzer hat da nicht eine nachhaltige und tragfähige Antwort drauf gegeben. Das ist vielleicht der Grund, warum er nicht sich durchgesetzt hat. Wobei Münzer, ich wollte Sie was fragen. Und zwar, die leibeigenen Bauern hatten ja keine Chance, demokratisch ihre Situation zu verändern, weder mit Gesetzen noch per Gericht noch per Parlament. Also mussten sie einen Aufstand wagen. Ein Aufstand ist immer mit Gewalt verbunden. Kann der Unterschied nicht darin bestehen, dass der Aufstand gescheitert ist, dass damit auch Münzer gescheitert ist, während Luther natürlich Werke hinterlassen hat, die bis heute gelten und Bedeutung haben? Nun würde ich sagen, dass Münzer für mich Teil der Reformation ist, Teil der Reformationsbewegung. Sie waren am Anfang ja auch durchaus befreundet und er hat ihn ja selber nach Altstädt geschickt, Luther den Münzer. Und noch im März 1525 schreibt Luther ja an die Fürsten, dass sie kein Recht haben, die Bauern zu unterdrücken, sondern sie sollen den Ruf, den Schrei der Bauern hören. Und dann im Oktober sagt er doch, ihr könnt ruhig draufschlagen. Und da hat Luther, glaube ich, dann auf einmal aus Angst vor Chaos, Umbruch die Reformation schützen wollen, meine ich, indem er mit den Fürsten, also für die Fürsten argumentiert hat, dass sie das Recht haben, dreinzuschlagen. Gerne lese ich diese Schrift Luthers nicht, muss ich sagen. Also ihr habt das Recht reinzuschlagen, bis ich keinen Arm mehr regen kann. Das Problem war zusätzlich noch, dass diese Schrift zeitversetzt erst angekommen ist bei den Bauern. Da sind sie nämlich schon sozusagen hingerichtet worden. Und dann kam diese Schrift Luthers, die sozusagen zum Draufschlagen animiert hat. Und das war natürlich doppelt desaströs, weil sozusagen die am Boden lagen, nochmal zusätzlich eins draufkriegen sollten. Insofern, Luther hat ganz klar die Forderung der Bauern unterstützt. Insofern muss man sehr unterscheiden, die Art, wie er darauf reagieren wollte, die können wir heute nicht gutheißen. Das Eintreten für den Inhalt dessen, was die Bauern vertreten. Also Friedrich Schorlemmer, mit dem ich jetzt öfter Gespräche habe, das ist auch interessant, der schätzt Martin Luther sehr und sagt dann immer, zum Schluss hat er nur noch Dinge geschrieben, wo ich froh gewesen wäre, er hätte sie nicht geschrieben. Aber davor so viel vernünftige Sachen, das bezieht sich natürlich auch auf Jüdinnen und Juden und so weiter, was er da geschrieben hat. Kann man denn den Luther, um das dann auch abzuschließen, so einteilen, dass es unterschiedliche Zeiten gibt und man sagt, da war er doch ein Mann des Fortschritts. Ich meine, die Übersetzung der Bibel war ja geradezu fantastisch, das, was er da gefordert hat, den Ablasshandel, seine Thesen. Und dann zum Schluss, dass er dann ein anderer wurde und das nicht die Relevanz heute hat. Ich würde jetzt keine Phasen da aufstellen, denn es ist auch nicht alles sozusagen auf der gleichen Linie, wenn man jetzt die Frage der Kritik Luthers an den Zuständen seiner Zeit
sich anschaut, dann muss man sagen, die Vermahnung an die Pfarrherren wieder den Wucher zu predigen von 1539, also in der Endphase seines Lebens, ist eine beißende Kritik am Kapitalismus, eine beißende Kritik an der Ausbeutung der Armen und ein Aufruf an die Pfarrer, entsprechend gegen diese Zustände zu predigen. Da würden viele Menschen heute sagen, auch wenn er in seiner Sprache manchmal dann eben deftig ist und heute wahrscheinlich eine Beleidigungsklage dafür kriegen würde, hat er Punkte angesprochen. Würde sich keiner trauen. Ja, hat er Dinge angesprochen, die nach wie vor hochrelevant sind. Und in anderen Fragen hat er sich geirrt, hat er sich schlicht und einfach fürchterlich geirrt. Ja, wir können, glaube ich, schon sagen, dass er bis 1525 diesen Schub an Kreativität hatte, seine größten, besten Schriften in einer unglaublichen Schnelligkeit, die er auch verfasst hat. Ich meine, der hat ja nicht mit dem Computer geschrieben. Wir müssen uns immer vorstellen, dass das alles handgeschrieben war. Also dieser Schub war bis 1525, glaube ich, schon da. Und danach, ich bin auch dabei, nicht zu sagen, jetzt teile das genau in Jahre ein, aber er wurde natürlich am Ende auch ein sehr bitterer alter Mann, als er gesehen hat, er wird auch nicht universal seine Reformation durchsetzen, so wenig wie der Papst seine eine Papstkirche erhalten konnte, noch konnte der Kaiser Karl V. das Heilige Römische Reich erhalten. Und er war zum Schluss schon ein kranker alter Mann, der auch sehr, also heftige Schriften geschrieben hat. Also da würde ich Schorle mal recht geben, die lese ich auch nicht sehr gerne. Also ich würde Martin Luther natürlich nicht als Bruder im Geiste bezeichnen, weil ich mich ja dann ein bisschen so auf seine Ebene begegne. Das habe ich nicht verdient. Er ist deshalb ein besonders großer, weil er in einem völlig festgezurrten System, das so sehr Bestandteil des Lebens aller Gesellschaften, zumindest hier in Europa war, den Mut hatte zu sagen, ich mache nicht mehr mit. Ich schlage jetzt Thesen an die Wand, ich werde deshalb verfolgt werden, aber ich mache nicht mehr mit. Wenn man für Geld seine Unschuld kaufen kann, wenn man das Ganze pervertiert auf die Art und Weise, wie es geschehen war. Also es war so ein Punkt erreicht. Und da muss es immer einen geben, der den Mut hat. Ich weiß gar nicht, ich bin nicht dieser eine. Aber er war der eine. Und dieses Rebellentum, das finde ich wichtig. Und zwar ganz egal, wie er sich nachher entwickelt hat, ob er mal dieses oder jenes gesagt hat, weil er damit eine Gesellschaft aufgebrochen hat. Und dass es nach der Reformation auch wieder eine Gegenreformation gab, das ist auch wieder ganz typisch. So was passiert immer in der Geschichte. Wenn du eine Bewegung auslöst, gibt es irgendwann auch wieder eine Gegenbewegung. Aber er hatte eben einen ungeheuren Mut. Ich meine, er musste sich ja zurückziehen auf die Wartburg. Er war ja illegal. Viele, viele Lebenseinschränkungen. Wissen Sie, woran mich das erinnert? Was ich immer bei Marx so toll finde, der musste ja in die Immigration gehen nach London, nur um das aufschreiben zu können, was er dachte, weil er dazu in Deutschland keine Chance hatte. Und bei allem, was es auch an kritischen Tönen gibt, das muss man erst mal machen. Man muss erst mal auf so viel Lebensqualität verzichten, um eine bestimmte Ansicht durchzusetzen. Das ist etwas, was mir immer imponiert und davon können wir wirklich lernen. Und wenn ich immer bei unseren Studierenden bin, da bin ich ja gerne, sage ich immer zum Schluss, eins verstehe ich nicht, wieso bin ich rebellischer als ihr alle zusammen. Und das soll dann immer nur eine Kritik zum Ausdruck bringen, dass man auch lernen muss, sich zu wehren, für etwas anderes zu streiten und zu kämpfen. Aber mich würde schon interessieren, Bruder im Geiste, was den Glauben betrifft, können Sie eigentlich, Sie haben sich ja damit offensichtlich doch ziemlich beschäftigt, können Sie nachvollziehen oder denken Sie darüber nach, ob da vielleicht doch irgendwas dran ist oder ist das eigentlich ganz weit weg? Es ist eben so, dass ich sage, es gibt eine Schwäche der Religion. Anhand der Geschichte kann man das sehen, die ganze Schöpfungsgeschichte und so weiter lasse ich mal alles weg. Weil sie so ein bisschen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen das ist, widerspricht. Das ist ein absolutes Missverständnis. Das macht mir richtig Schmerzen, ja, wenn weiß, Sie das sagen. Kreationismus. Ich weiß, das ist ja anders dann alles interpretiert worden. Ja. Ich sage es ja nur vom Ursprung her. Sie dürfen ja eins nicht vergessen, es gab ja eine Zeit, da gab es gar keine Nichtgläubigen. Im Urteil gegen Dostojewski, im russischen Urteil, heißt es, dass er rechtgläubig ist. Man kann doch falschgläubig sein und rechtgläubig, aber nicht ungläubig, das gab es gar nicht. Das ist, glaube ich, wollte ich nur sagen, ein bisschen über Darwin entstanden. Weil Darwin natürlich schon neue Maßstäbe gesetzt hat. Aber jetzt kommt die große Schwäche der Atheisten. Die Erde war mal rein anorganisch. Es ist nicht zu erklären, wie hier etwas Organisches entstanden ist. Und alle Theorien, dass da vielleicht ein Komet kam oder sowas, sind nicht überzeugend. Dann müsste es ja die Bakterien woanders gegeben haben. Also wie ist organisches Leben überhaupt entstanden? Das kann Ihnen auch kein Atheist beantworten. Und ich bin froh, dass es Fragen gibt, die man nicht beantworten kann. Und ich sage immer, weder die Existenz noch die Nicht-Existenz Gottes ist nachweisbar. Und was mir daran imponiert, das will ich Ihnen auch sagen, ist, dass man für sich einen Maßstab sucht.
Und ich habe jetzt etwas Schönes erlebt, ich sage Ihnen aber nicht wo, weil das hätte was Denunziatorisches. Da waren lauter Gläubige zusammen und einer sagte, die ganze deutsche Einheit 1989, wie das alles funktioniert hat, da wusste er doch, Gott existiert und hat das Ganze organisiert. Und da sagte der andere, auch ein sehr hochrangiger Gläubiger, sagte, also so ein Quatsch habe ich ja schon selten gehört. Gott hat uns die Verantwortung gegeben, wir können ihm doch nicht solche Akte zumuten. Damit hat er gar nichts zu tun. Das, dann würde ich sagen, also wenn, dann schon in das Richtung des Letzten. Das ja. Ist typisch evangelisch. Kommen wir mal auf das Verhältnis zur Moral. Ich weiß, dass das zum Teil missverstanden wird, so als ob das Christentum nur Moral sei, was ja Quatsch ist. Es geht ja um eine Lebensweise, um Verantwortung, um vieles andere mehr. Trotzdem gibt es von Dostojewski diesen Spruch, gäbe es keinen Gott, wäre alles erlaubt. Das heißt, mit anderen Worten sagt er ja, dann gäbe es gar keine Orientierung, es gäbe keine Regeln. Und ich habe ja die These aufgestellt, dass die Linke, die durchaus mal in der Lage war, allgemein verbindliche Moralnormen, gerade im Sozialbereich, aufzustellen, durch das Scheitern des Staatssozialismus zwar Moralnormen aufstellen kann, aber die werden nicht allgemein verbindlich. Die Stellung hat sie zurzeit überhaupt nicht. Und dass wir in unserer Gesellschaft überhaupt noch allgemein verbindliche Moralnormen haben, sage ich, liegt an den Kirchen- und Religionsgemeinschaften. Weil sie da Dinge festgezerrt haben, die natürlich immer besonders zum Ausdruck kommen, zu Ostern, aber vor allen Dingen auch zu Weihnachten. Und glauben Sie das auch? Würden Sie meine These unterstützen und sagen, ja, wenn es uns nicht gäbe, hätten wir hier keine allgemein verbindlichen Moralnormen? Also erstmal habe ich mich sehr gefreut, dass Sie diese These auch öffentlich vertreten haben. Ich habe sie nämlich zum ersten Mal im Reichstag gehört, als wir da mal zusammen waren, im kleinen Kreis. Und ich habe mich nicht getraut, sie öffentlich weiterzugeben, weil ich nicht wusste, ob sie für die Öffentlichkeit gedacht war. Aber ich habe mich darüber gefreut, auch jetzt mit Günter Beckstein haben Sie ja das Gespräch geführt, wo das auch noch mal deutlich geworden ist, weil es natürlich aus Ihrem Munde schon noch mal eine besondere Bedeutung hat, wenn Sie sowas den Kirchen auch attestieren. Als Kirchen selbst müssen wir jetzt, glaube ich, aufpassen, dass wir nicht zu sehr unser eigenes hier auf den Podest heben. Aber ich glaube, man darf schon sagen, dass jedenfalls die religiösen Grundlagen, um die es der Kirche geht, eine ganz zentrale Bedeutung dafür haben, dass die Frage, wie leben wir eigentlich, nicht nur irgendeine Kopffrage ist, sondern tief im Herzen, wir sagen in der Seele, verwurzelt ist. Und dass, wenn Menschen glauben und diese Orientierung ihr ganzes Leben bestimmen, dass das dann auch Auswirkungen hat auf ihr Verhalten. Im Christentum ist die Gottesliebe und die Nächstenliebe untrennbar miteinander verbunden. Und das ist was ganz Zentrales, weil es heißt, man kann gar nicht glauben, ohne auch bestimmte Orientierungen im Leben für sich verbindlich zu sehen. Und das hat natürlich Konsequenzen, auch für die Gesellschaft. Würde ich gerne auch Ihre Meinung hören. Und da stelle ich noch zusätzlich eine Frage. Ich habe mit einem verantwortlichen Polen gesprochen gerade. Der hat mir erklärt, dass Polen so ungeeignet ist für Menschen muslimischen Glaubens. Dann habe ich ihn gefragt, ob er katholisch ist. Da hat er mir gesagt, dass er schwer katholisch ist. Und dann habe ich ihm gesagt, es kann doch nicht ernsthaft sein, dass ich als nicht religiöser Mensch ihn die Bergpredigt erklären muss. Das interessiert mich auch. Also der ist das wahrscheinlich. Der geht regelmäßig zur Kirche. Aber er verinnerlicht es ja offenkundig nicht, oder? Also das ist was ich jedenfalls überhaupt nicht nachvollziehen kann bei den europäischen Diskussionen im Moment. Und vor allen Dingen würde ich dieser Pegida-Bewegung absprechen, überhaupt für das christliche Abendland eintreten zu dürfen, weil sie das gerade nicht tun. Das christliche Abendland, wenn man überhaupt davon reden will, vom christlichen Abendland, ist, wenn, dann geprägt durch Faktor Nächstenliebe, Barmherzigkeit, also der Geringste, den ihr aufnimmt, da nehmt ihr Jesus selber auf. Da haben die Kirchen schon eine Prägung. Ich muss sagen, ich bin im Moment wirklich sehr dankbar, dass beide große Kirchen beispielsweise in der Flüchtlingsfrage keinen Millimeter Papier dazwischen lassen. Auch ökumenisch ist das, denke ich, sehr, sehr klar. Da sind andere Gesellschaften anders geprägt. Ich sehe natürlich auch die Schattenseiten des Christentums. Ich weiß auch, was im Namen des Christentums alles getan wurde. Das will man auch gar nicht verstecken, denke ich, sondern wir können uns dieser Geschichte stellen. Aber diese Grundüberzeugung, dass der einzelne Mensch Würde hat, dass für den Schwachen einzutreten ist, das hat, denke ich, Europa schon geprägt. Und einigen Europäern muss man das im Moment ein bisschen wieder nahe bringen. Und auch einigen Menschen, die zu christlichen Kirchen gehören, auch das wieder sehr deutlich sagen im ökumenischen Gespräch. Also so geht es nicht, zu sagen, ich bin ein guter Christenmensch, aber die Flüchtlinge, bitte, die nehme ich nicht auf. Das passt nicht zusammen. Wenn man sich anschaut, was bei diesen Demonstrationen zum Teil für Symbole gezeigt wurden, dann bekommt man schon das kalte Grausen. Da werden christliche Symbole missbraucht. Da werden Kreuze gezeigt, die schwarz-rot-gold bemalt sind. Und das muss man wirklich in aller Klarheit sagen. Das Kreuz trägt nicht schwarz-rot-gold. Das Kreuz Jesu Christi trägt nicht schwarz-rot-gold. Das Kreuz ist ein Symbol für den Sohn Gottes, wie wir sagen,
der gerade an die Seite der Schwachen gegangen ist. Margot Käßmann hat eben die berühmte Stelle aus Matthäus 25 genannt, was ihr den geringsten meiner Brüder, wir ergänzen heute Schwestern, getan habt, das habt ihr mir getan. Und Jesus ist einer gewesen, der am Kreuz geschrien hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist eine ungeheure Sache, dass wir das sagen von unserem Gott, dass er in seinem Sohn so einen Ausruf tut. Das stellt uns einfach an die Seite derjenigen, die verzweifelt sind, die als Folteropfer vielleicht ums Leben kommen, so wie Jesus als Folteropfer am Kreuz gestorben ist. Wir sind jetzt in der Karwoche, kann man ja ruhig jetzt auch sagen. Wir führen dieses Gespräch in der Woche vor Ostern. Wir gehen auf Ostern zu und das Faszinierende an diesem Fest ist, dass der Karfreitag die ganze Abgründigkeit des Leidens zeigt und nichts beschönigt wird. Und der Ostersonntag zeigt, dass am Ende das nicht das letzte Wort ist. Wer so geprägt ist, der kann nicht gegen Menschen hetzen. Wissen Sie, mir fällt ein, weil Sie vorhin davon gesprochen haben, es gab mal in der DDR, wie hieß denn das, die 10 Gebote der sozialistischen Moral, glaube ich, von Walter Ulbricht verkündet. Und die waren derart jüdisch-christlich geprägt, ja, ohne dass er es gemerkt hat, dass ich das schon wieder fast witzig fand. Was mich jetzt so gestört hat bei Pegida, will ich sagen, Sie haben eine andere Herangehensweise als ich, war der Ruf, wir sind das Volk. Mhm. Weil der Ruf, ja, wir sind das Volk, war gegen die Obrigkeit gerichtet. Mhm. Wenn man das ruft gegen die Schwächsten in der Gesellschaft, ist das eigentlich eine Unverschämtheit, muss ich sagen. Was halten Sie von dieser These, dass diese Kritik an der Kirche, jetzt gerade in den Gebieten, die früher zur DDR gehört haben, dass die sich jetzt so äußert, dass das christliche Abendland zwar in Anspruch genommen wird, aber eben im Grunde gegen die Kirchen fast gewandt wird. Hat das was zu tun mit der Säkularisierung in der früheren DDR, dass sozusagen durch diese lange Zeit diese Tradition eben abgebrochen ist und nicht mehr reproduziert werden konnte? Na, sagen wir mal, es kommen mehrere Faktoren zusammen. Das erste ist ein demografischer Unterschied. Sie dürfen nicht vergessen, die Jugend hat den Osten verlassen und ist in den Westen gegangen. Die Jugend ist schon viel internationalistischer, proeuropäischer aufgewachsen als die ältere Generation. Und wenn eine andere Zusammensetzung der Bevölkerung hast, hat das auch Folgen. Zweitens sage ich immer, die DDR-Bürger waren ja nur DDR-Bürger, sie kamen ja kaum raus. Dann sollten sie Deutsche werden, dann Europäer, jetzt noch Weltbürger. Das überfordert einige auch. Und dann sind es Ängste, und zwar abstrakte Ängste, die mir Sorgen machen. Wissen Sie, dort, wo Menschen muslimischen Glaubens wohnen, wird nicht rechtsextrem gewählt. Nur dort, wo es sie gar nicht gibt. Und das werfe ich uns allen vor. Also den Kirchen, den Gewerkschaften, der Wissenschaft, den Medien, der Kunst, Kultur und vor allen Dingen der Politik, dass wir zu wenig in den letzten Jahren getan haben, um abstrakte Ängste abzubauen. Weil wir uns immer so um diese konkreten Orte gekümmert haben, wo so Menschen zusammenlebten und gar nicht daran gedacht haben, was ansonsten für Ängste entstehen. Also das werfe ich mir zum Beispiel vor. Da hätte man mehr machen können. Das ist das eine. Und das zweite, Sie haben natürlich recht, die DDR hat ja vieles gar nicht erreicht, was die Führung wollte. Zum Beispiel so eine Haltung gegen die Bundesrepublik Deutschland, die war ja gar nicht da, hat man 1990 gemerkt. Und vieles andere auch nicht. Aber die Entkirchlichung, da war sie erfolgreich. Und ich habe gedacht, habe ich mich aber geirrt, dass sich das nach 1990 schnell gibt. Es gibt sich aber nicht schnell. Sondern es ist eben sehr wohl so, dass es dort andere Maßstäbe gibt. Ob es jetzt einen direkten Zusammenhang gibt mit der Frage des humanistischen, des antirassistischen Denkens, weiß ich nicht, weil ja auch viele nicht religiöse Menschen gerade diese Standpunkte teilen. Allerdings, einen Punkt haben Sie natürlich recht, dass die Bergpredigt etc. nicht wirklich verbreitet ist und logischerweise auch nicht verinnerlicht ist. Wo es mein Gegenargument ist, in Polen ist sie stark verbreitet, es sieht auch nicht besser aus, sondern eher schlimmer. Also, dass ich nicht weiß, ob es daran liegt. Also ein Hauptpunkt, denke ich, ist aber schon, dass die Normalität der Begegnung mit Menschen muslimischen Glaubens, mit Menschen anderer Hautfarbe, die war im Westen stark gegeben. Also für mich war immer ein Beispiel, dass wir im Kindergottesdienst Fehim Öksüz dabei hatten, einen Türken, der einfach so furchtbar gerne in den Kindergottesdienst kam, und den haben wir dann im Krippenspiel dann einfach zum Hirten gemacht, weil er unbedingt dabei sein wollte. Aber das war gar kein Problem, weder mit seinen Eltern noch mit der Kirchengemeinde. Es gab so eine Normalität der Existenz der anderen. Und das ist, glaube ich, schon ein eklatanter Unterschied. Eine Geschichte: Es gab in der DDR keine Moschee. Und dann kam Gaddafi zu Besuch und fragte, wo denn die muslimisch gläubigen Botschaftsangehörigen, welche Moschee die denn gehen können. Dann sagten die, wir haben keine. Ja, und wo gehen die hin? Die fahren nach West-Berlin. Und dann sagte er, das ist doch unmöglich, er braucht eine eigene Moschee.
Und dann sagten die, dafür haben wir kein Geld. Und da hat er gesagt, gut, er überweist das Geld für eine Moschee. Dann hat er auch das Geld überwiesen und kam Jahre später zum zweiten Besuch. Denn fiel ihnen ein, dass sie das Geld zwar bekommen hatten, es auch verwendet hatten, aber nicht zum Bau einer Moschee. Und ob sie es mir glauben oder nicht, die haben über Nacht das Wasserwerk in Potsdam umgewandelt in eine Moschee, wirklich, haben die Maschinen rausgeholt, alles. Das ist eine wunderbare Geschichte. Haben das Teppiche gemacht reingelegt. Und zum Glück hat er nicht nachgepackt. Ja, Teppiche reingelegt und am nächsten Morgen haben sie alle Maschinen wieder reingebracht. Also ich meine, ich dachte, mein Vater erzählt mir das und das ist eine Erfindung von ihm. Dann hat Heinz Vietze gesagt, genau so war es. Die ganze Nacht stand ich da und wir haben gebaut und gemacht. Das ist auch wieder die DDR, ja. Gut. Aber weg davon. Ja. Was mich auch interessiert ist, wenn man sich zum Beispiel den Reformationstag von 83 ansieht, der wurde ja begangen sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik. Das war für die DDR schon ein Ereignis, weil ja nun plötzlich auch Honecker sozusagen sich positiv dazu äußerte. Und mein Vater als Staatssekretär spielte ja auch eine entsprechende Rolle etc. Wie haben Sie das erlebt? Hat man das beobachtet? Was passiert da eigentlich in der DDR? Oder haben Sie gesagt, wir machen das sowieso viel besser und authentischer? Also, das interessiert uns nicht weiter. Also ich mich daran erinnere, war ein gewisses Erstaunen im Westen. Was passiert da? Also eine wirkliche Überraschung. Was machen die da jetzt? Und mein Vorvorgänger, also jetzt auch dein Vorvorvorvorgänger im Ratsvorsitz, Eduard Lohse, hat erzählt, dass sie dann rübergefahren sind zur Wartburg am 31. Oktober. Dass es sehr neblig war und dass die Autobahn gesperrt wurde für die Delegation aus dem Westen und jeden Kilometer oder jede 500 Meter stand ein Volkspolizist mit Fackel, um sie zur Wartburg zu geleiten. Aber ich weiß, dass es im Westen Irritation gab. Was passiert da, dass er jetzt nicht mehr der Fürstenknecht ist, sondern plötzlich zum Frührevolutionär wird? Und ich habe noch so eine Filzfigur, die wurden für 25 Westmark dann plötzlich verkauft. Also ich habe es als, du bist ja jünger als ich, also ich habe dieses Erstaunen. Was tut sich in der DDR, dass auf einmal Luther positiv gesehen wird? Wobei der auch schon in der Schule nicht nur negativ unterrichtet wurde. Es wurde. Also wenn ich mich erinnere, wurde schon gesagt, ja, er hat natürlich gegen diesen Ablasshandel und gegen vieles Stellung genommen, aber auf der anderen Seite so, also so ungefähr. Ja. Also ich habe in meinem Studium in den 80er Jahren in Heidelberg ein Buch gelesen, Martin Luther als Nationalökonom von Günter Fabiunke. Und das war ein DDR-Historiker, nehme ich an, war es. Und der hat eben diese wirtschaftsethischen Schriften Luthers sehr stark ausgewertet. Und ich bin auf die Art erst drauf gekommen und habe erst wahrgenommen, dass Luther eben auch ein Kapitalismuskritiker war. Und deswegen war das für mich durchaus plausibel, dass Luther für die DDR, die sich ja als antikapitalistisch verstanden hat, eine interessante Figur war. Und das Zweite, was nachvollziehbar war, allerdings von mir dann eher mit kritisch verfolgt, dass eine Form von Zwei-Reiche-Lehre, bei der der Staat sozusagen eine Dignität bekommt, die Obrigkeit, der man nicht widersprechen soll, dass diese Art von Verwendung der Zwei-Reiche-Lehre, die ich bei uns im Westen kritisch verfolgt habe, natürlich auch in der DDR eine gewisse Attraktivität hatte, wo ja auch die Führung sozusagen sich die Kritik der Menschen, die zivilgesellschaftliche Kritik, würden wir heute sagen, eher vom Leibe halten wollte. Und dieses Staatstragende von Luther, das war eben auch für die DDR dann attraktiv. Also ich würde ja gerne die These vertreten, dass der Kirchentag dann 83, bei dem Schorlemmer dann auch in Wittenberg das Schwert hat umschmieden lassen, Vertrauen wagen war ja das Motto und dann in 5, glaube ich, DDR-Städten gleichzeitig Kirchentag, dass das natürlich auch Teil dieser Bewegung war. Die fühlten sich auf einmal doch ein bisschen freier, Kirchentage zu feiern und auch was zu wagen. Weil ich denke, das war in Wittenberg von Schorlemmer, das war schon Wagnis, so ein Symbol zu setzen. Also für uns hatte dass die Relevanz, dass wir auch staunten, dass das plötzlich so feierlich begangen wurde. Und zwar eben nicht nur auf der Ebene des Staatssekretärs, sondern auf der Ebene des Staatsratsvorsitzenden, also ja absichtlich eine Ebene höher gehoben. Und dann haben wir natürlich alle oder fast alle mitbekommen, was Schorlemmer dort gemacht hat. Und das war ja, wenn man so will, genial.
Weil das ist ja ein Symbol der Sowjetunion gewesen, das die Sowjetunion der UNO geschenkt hat. Ich weiß, das Denkmal vor dem, in New York. Das Denkmal in New York, wie das Schwert eben also zum Flug geschmiedet wird. Und das Zweite war, dass er dieses Symbol nimmt und gleichzeitig damit die Führung der DDR trifft, weil die gerade mit Wehrkundenunterricht und so weiter in völlig anderer Hinsicht war. Das hat schon was. Und das ist die Staatssicherheit nicht mitbekommen. Sehen Sie mal, er hatte ja doch einen kleinen Kreis von Personen informiert und die dachten, es passiert was ganz anderes. Was auch wieder interessant ist, dass sie sich da geirrt haben, was natürlich dann intern dort wieder Riesenärger auslöste. Das kann man sich ja alles vorstellen. Ja? Und trotzdem war es ein spannender Vorgang, eben weil auch so viele Menschen kamen. Und dann kam übrigens, das werden Sie natürlich nicht so registriert haben, aber ich, der erste Katholikentag in der DDR. Den hatte es ja vorher nie gegeben. Und da ich mehrere Katholiken kannten, erzählten die mir, wie schön das war und wie sie das genossen haben. Aber das hatte wiederum für die Bevölkerung nicht so eine Relevanz, weil es ja im Kern kein katholisches Land war, außer Eisfeld. Da sah das natürlich ganz anders aus. Aber ich denke, 83 hatte auf jeden Fall, das hat eine große Rolle gespielt. Ich weiß ja, dass damals dann auch in Vancouver die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen war. Und es war die Delegation des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR, die dann mit Heino Falke diesen Aufruf zu einem Konzil des Friedens einbrachten da. Da war noch die Frage, darf sich die EKD-Delegation dem anschließen oder nicht anschließen? Aber jedenfalls, also von der EKD-Seite. Auch, ist mir schon klar. Wir Jungen wollten das und die Älteren haben gesagt, das ist besser nicht. Insofern gab es da einen ganzen Schub und der hat ja auch was Reformatorisches. Also ich finde schon, ich weiß, dass in Wittenberg da manchmal gesagt, über Schollemer auch gesagt wird, wie sehr er Luther ist, aber das hatte was Reformatorisches. Ein Wagnis, sich hinzustellen, zu sagen, hier muss was verändert werden. Was ich an ihm bewundere, ist ja, dass er Folgendes geschafft hat. Also die SED-Führung konnte ihn nicht ausstehen. Er war immer schon mit einem Fuß fast im Gefängnis. Ne? Und dann hat er es geschafft, dass die Bundesregierung ihn auch nicht leiden kann. Also das muss er erstmal hinbekommen. Verstehen Sie, er hat sich ja nicht opportunistisch dann an die Seite der Bundesregierung geworfen. Das gefällt mir schon. Also so diese Haltung und wie differenziert, sehr kritisch, aber doch auch differenziert er die DDR sieht und so weiter. Aber ich wollte noch auf was anderes hinaus, was ich ja spannend finde in diesem Zusammenhang. Wie sehen denn die Versuche von Ihnen aus, egal wie ich das jetzt beurteile und bewerte, wieder die Gesellschaft im Osten zu verkirchlichen? Haben Sie da Konzepte, haben Sie da Vorstellungen oder sagen Sie, na, es ist halt wie es ist? Ich spreche natürlich, muss ich Ihnen sagen, gerne auf Jugendwein, Osten. Im Westen heißen die Jugendfeiern, auch ein interessanter Unterschied, also für nicht-religiöse Jugendliche. Dieses Jahr spreche ich sowohl auf einer Jugendfeier, das ist im Friedrichstadtpalast, als dann auch in meinem Wahlkreis wieder auf zwei Jugendweihen. Wobei das natürlich auch eine Relevanz hat und dass sich das erhalten hat, erstaunt mich auch. Mhm. Aber wahrscheinlich braucht man mit 14 diesen Übergang irgendwie ein Anlass, ein Fest, dass man doch älter wird, mehr Verantwortung kriegt und so weiter. Also ich kann nur sagen, dass mich das immer wieder beeindruckt, was ich an Gemeindeerfahrungen in der früheren DDR, in Ostdeutschland jetzt, was ich da wahrnehme. Dass Menschen, die in einer Minderheit sind, die zum Teil 15% Kirchenmitglieder in den Regionen haben, dass gerade diese Gemeinden öffentlich sehr präsent sind. Dieses Wort Jesu, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, das kann man da manchmal sehr, sehr eindrucksvoll im Gemeindealltag erleben, wenn da zum Beispiel Pfarrerinnen oder Pfarrer in einem Ort sowas wie öffentliche Kirche sind und eine hohe Bedeutung haben, obwohl sie einen relativ begrenzten Prozentsatz der Dorfbewohner in ihrer Reihe als Kirchenmitglieder haben. Dass der Bürgermeister, egal von welcher Partei, kann auch von der Linken sein, früheren SED vielleicht, dass dieser Bürger... Der muss ja schon sehr alt sein. Ja, naja. Ja, das Interessante ist, dass oft Menschen mit der Biografie, die vielleicht früher in der SED waren, jetzt vielleicht in der Linken sind, dass die dann zum Beispiel die Ersten sind, die protestieren, wenn irgendwo eine Kirche abgerissen werden soll. Weil sie irgendwie merken, da fehlt was, da fehlt die Seele in diesem Ort. Oder dass sie dann eben sich an den Pfarrer oder die Pfarrerin wenden, wenn es um öffentliche Anliegen geht. Und da hat sich ein Gespür erhalten dafür, dass die Kirche eben nicht nur ein Verein ist mit irgendwelchen Leuten, die einen bestimmten Zweck verfolgen und unter sich sind, sondern dass die Kirche öffentliche Kirche ist, dass es ihr um das Gemeinwesen insgesamt geht. Und überall da, wo man das auch merkt, wo Pfarrerinnen und Pfarrer, aber auch engagierte Gemeindeglieder sichtbar in der Öffentlichkeit sich für das Ganze einsetzen, sich für die Schwachen einsetzen,
da strahlt die Kirche aus. Da strahlt sie eben auch aus, wenn die Kirchenmitgliedschaft nur sehr begrenzt ist. Und das beeindruckt mich. Und da können wir, glaube ich, sehr viel lernen von diesen Gemeinden. Also ich denke, es ist wesentlich schwieriger, ja schon Pfarrerin, Pfarrer zu sein in Ostdeutschland heute, als das, sage ich mal, in Hannover oder in München ist. Ich bewundere die Kolleginnen und Kollegen auch, die dann manchmal 11 Dörfer zu versorgen haben, 5 Kirchenvorstände, 3 Kirchengebäude. Und es ist sicher auch schwieriger, als erwachsener Mensch zum christlichen Glauben zu finden und eben nicht, wie wir das jetzt gesagt haben, von Kindheit an hineinzuwachsen. Ich wünsche mir, dass die Weltausstellung Reformation in Wittenberg 2017 ein Ort wird, der so niedrigschwellig ein Angebot macht, mal zu gucken, dass Menschen sagen, doch, das schaue ich mir an, weil ich ja auch stolz bin auf das, was passiert ist. Also in Wittenberg, sag ich mal, steppt ja der Bär bei Luthers Hochzeit. Wenn das gefeiert wird, da ist da wirklich was los. Das ist ein Volksfest. Das sind aber nicht lauter Christen, die kommen, sondern Leute, die sagen, das ist ein Anlass und Luthers Hochzeit kennen wir. Wir sind auch stolz auf die Geschichte hier. Und wenn uns das gelingt, Menschen niedrigschwellig auch wieder Reformation nahezubringen mit dieser Weltausstellung Reformation, die da stattfinden wird, zum Thema Reformation und Globalisierung, Reformation und Spiritualität, würde ich mich freuen. Ich sehe das als große Chance. Und in Wittenberg, also der Oberbürgermeister, der Stadtrat, sind alles Menschen, die sagen, wir wollen, dass das gelingt. Oder jetzt die Landrätin von Mansfeld war neulich bei mir und sagt, Frau Kiesmer, ich bin nicht in der Kirche, ich bin von der Linken, aber ich will, dass das genutzt wird, das Jahr. Und das, finde ich, ist ein großer, toller Ansatzpunkt. Also ich glaube, dass Sie möglicherweise eine Sache nicht wissen. Es gab gerade bei Mitgliedern der SED ein schlechtes Gewissen, beziehungsweise in ganz wenigen Fragen. Als ich auf dem außerordentlichen Parteitag im Dezember 1989 vorschlug, sofort diplomatische Beziehungen zu Israel aufzunehmen, die DDR hatte ja gar keine Beziehung zu Israel, gab es einen unaufhörlichen Beifall. Und heute eine differenzierte... Wann war das? 89 im Dezember. Und heute gibt es eine viel differenziertere Einschätzung bei meinen Ostmitgliedern als bei einem Teil meiner Westmitglieder im Verhältnis Israel-Palästina und so weiter. Wobei wir natürlich alle dafür sind, dass endlich auch ein palästinensischer, gleichberechtigter, sicherer Staat entsteht, weil es anders gar nicht geht. Und das Zweite, was ich Ihnen erzählen wollte, was auch interessant ist, die SED-Führung machte sich schon Sorgen, dass die jüdischen Gemeinden aussterben. Das ging ja nun auch wieder nicht. Und dann wollte Herr Honecker in die USA. Und da haben die gesagt, er müsste aber das Verhältnis zu den Jüdinnen und Juden wieder verbessern und das auch zu Israel und so. So fuhr dann der nächste Staatssekretär für Kirchenfragen einmal nach Israel. Aber da wurde der größte jüdische Friedhof in Deutschland, nämlich der in Weißensee, da sollte immer eine Straße durchgezogen werden. Aber die Pläne waren uralt, die waren nicht von der DDR, die gab es vorher, aber sie wurden nie beerdigt. Und gepflegt war er auch nicht. Und plötzlich musste die FDJ den Friedhof wieder instand setzen und nach vorne bringen. Das war so immer Sachen, die man registriert hat, wo man so bestimmte Dinge zur Kenntnis genommen hat. Aber ich habe noch eine ganz andere Frage. Religion wird ja jetzt auch wieder schwerwiegend missbraucht, wenn ich an den Islamischen Staat denke. Hat das Folgen für Religion insgesamt? Oder unterscheiden die Leute natürlich und sagen, ja, das ist ja ein terroristischer Haufen, das hat mit der übrigen Religion nichts zu tun. Das ist die eine Frage, die ich habe. Aber die andere Frage, die ich habe, ist, ich dachte ja wirklich, dass Christenverfolgung der Geschichte angehören. Dass ich sie jetzt noch mal erlebe, also das haut mich auch fast um, ehrlich gesagt. Was machen wir eigentlich dagegen, außer dass wir sagen, wir finden das nicht gut? Das ist mir ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Also wir tun schon jetzt sehr viel im Hintergrund, was manchmal sich nicht für die Öffentlichkeit eignet. Denn es gibt auch Situationen, wo wir sogar darum gebeten werden, nicht öffentlich von Christenverfolgung zu sprechen, weil die Leute vor Ort sagen, das schadet uns, wenn ihr das tut. Deswegen muss man sehr genau hinhören, wie wir den Menschen am besten helfen können. Das kann sein, dass wir dafür kämpfen, dass es Kontingente gibt für Menschen, die bedroht sind, zu denen auch Christen dann gehören, vielleicht auch ganz besonders für religiöse Minderheiten insgesamt, die in Sicherheit gebracht werden können. Daran fehlt es im Moment. Ich kriege zum Beispiel Mails, ich habe gestern wieder eins bekommen, wo mich Menschen verzweifelt bitten, in ganz konkreten Situationen ihren Familienangehörigen zu helfen, dass sie aus Syrien rauskommen. Fakt ist, dass ich damit auf Granit beiße. Wenn ich diese Anliegen vorbringe, heißt es, es gibt kein Kontingent. Die müssen eigentlich erst aus Syrien geflüchtet sein. Sie müssen irgendwo anders sein, um überhaupt als Flüchtlinge zu erscheinen. Und deswegen ist es eine politische Frage,
ob wir den Menschen, die dringend das Land verlassen wollen, müssen, aufgrund auch von religiöser Verfolgung, dass wir denen helfen können. Das ist ein Grund dafür, warum ich immer sage, wir können gar nicht anders als politisch sein, wenn wir den Menschen beistehen wollen. Dann gibt es aber auch Stimmen, auch in Syrien, von Bischöfen, die sagen, bitte tut nichts dafür, dass die Menschen hier noch weggehen, weil sonst das Christentum ganz verschwindet im Nahen Osten. Und es ist nicht ganz einfach, da den richtigen Weg zu finden. Deswegen muss man sehr stark mit in Einzelfallprüfung reagieren. Ja, da würde ich aber den Bischöfen sagen, solange es um Lebensrettung geht, nehmen genau. Wir sie trotzdem weg. Wenn sie später wieder zurückkommen, können sie wieder das Gemeindeleben. So ist es. Aber was sagen Sie zur Rolle der Religion beim Islamischen Staat und bei diesen Dingen? Ja, ich denke, das ist schon ein Problem, dass viele Menschen sagen, das höre ich auch immer wieder, also dann besser gar keine Religion, wenn Religion immer wieder da Konflikte schürt und Religion Öl in das Feuer anderer Konflikte auch gießt und sich verführen lässt, das zu tun. Ich denke, Schiiten, Sunniten und so ist ja kaum nachvollziehbar. Also wir müssen sehr klar, glaube ich, sagen, dass also Extremismus und Fundamentalismus eine Versuchung von Religion ist. Beispielsweise jetzt, also ich finde, man muss anfangen, fast Muslime ja schon in Schutz zu nehmen und zu sagen, die meisten Opfer dieser Terroristen sind Muslime. Also die meisten Opfer, das ist in der Tat so. Und deshalb denke ich, es ist wichtig, dass Religionen ganz klar sagen, wir wollen im Dialog miteinander sein, wir wollen zum Frieden in der Welt beitragen und je mehr Dialog da ist, desto besser ist das und desto mehr weisen wir auch Menschen ab, die Fundamentalisten sind. Als ich jetzt im Libanon war, fand ich auch gut, dass die sagten, wir brauchen auch keine Christenghettos zum Schutz, sondern was wir brauchen, ist eine Stärkung der moderaten Kräfte in allen Religionen und einen säkularen Staat, der die Vielfalt der Religionen ermöglicht. Das ist das Ziel eigentlich. Also wir wollen ja mit anderen Religionen friedlich in einem Land zusammenleben. Ich glaube, Deutschland kann viel dazu beitragen, modellhaft, weil wir hier ja auch erleben. Ich glaube, dass die beste Antwort auf die Terroristen ist, dass unsere Kirchengemeinden nicht differenzieren, sondern sagen, ein Flüchtling in Not wird aufgenommen, ob er Moslem ist oder nicht. Und das finde ich eine gute Antwort gegen die Hetzer, die Ungläubigen und was weiß ich alles, dass wir dabei bleiben und sagen, wir bleiben offen und dialogbereit. Ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, dass man in dieser Situation überhaupt erstmal auf Religion so schaut, dass man auch differenzieren kann. Das ist auch ein Bildungsproblem. Wenn Religion etwas Unbekanntes ist und dann sieht man im Fernsehen immerzu durchgeknallte Fundamentalisten, die hetzen und wo man nur noch das Grausen kriegt. Und die Tonlage, mit der die dann sprechen. Ja, wenn man das mit Religion assoziiert, wenn das für eine Religion ist, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn eine religionskritische Haltung entsteht. Deswegen ist es so wichtig, dass man unterscheidet und dass man wahrnimmt, das Phänomen Religion in der Breite wahrnimmt. Das ist ein Thema für den Unterricht, für Bildung, für den öffentlichen Bildungsauftrag, egal welche Konfession man selber vertritt. Und deswegen glaube ich, ist die Aufklärung über Religion eine der großen Herausforderungen. Und die ist nämlich die Voraussetzung auch dafür, dass Menschen dann in Frieden miteinander leben können, weil sie die andere Religion nicht nur an ihren Schwächsten, an ihren pervertierten Ausdrucksformen messen, sondern auch verstehen, was den Kern dieser Religion ausmacht. Also ich bin Ihnen für diese Aussage sehr dankbar, weil das war ja mein einziger wirklicher Konflikt, den ich mit Bischof Huber hatte, als es in Berlin um diesen Unterricht ging. Ich habe ja nichts gegen den Religionsunterricht, aber ich wollte dieses Fach Ethik haben, weil dort alle großen Philosophien und alle großen Religionen unterrichtet wurden, und zwar für alle. Und Sie wollten ja, dass dort nur die hingehen, die nicht zum katholischen, evangelischen oder anderen Religionsunterricht hingehen. Und meine Tochter hat mir dann erzählt, dass der Unterricht so war, dass plötzlich war der Islam dran. Und dann gab es natürlich zwei oder drei islamische Mädchen, die wussten mehr, waren natürlich stolz, dass sie mehr wussten. Meine Tochter wusste dann mehr davon als ich. Dann wurde natürlich auch das Christentum durchgenommen und das Judentum durchgenommen. Und was ich so wichtig fand, ist, dass alle Kinder zusammen waren. So werden sie nämlich zur Toleranz erziehen. Wenn ich die trenne und sage, ihr geht in den Unterricht, das kann man machen, aber es muss auch einen gemeinsamen Unterricht geben. Also das war der Konflikt. Wir haben uns durchgesetzt und die Befürchtung, die Bischof Huber nämlich hatte, dass dann der Religionsunterricht so sehr zurückgeht, stimmte gar nicht. 2% war der Rückgang. Ansonsten sind die Kinder sehr wohl auch im Religionsunterricht geblieben, trotz des Ethikunterrichts. Also ich würde mich freuen, wenn alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam, nicht getrennt, auch einen Unterricht über die großen Philosophien und Religionen haben. Ich glaube aber, dass schon der Ansatz, dass man nicht aus der Vogelperspektive sozusagen vergleichend auf die Religionen schaut, das ist auch eine der Perspektiven, der notwendigen Perspektiven, sondern dass man eine Tradition auch von innen wirklich kennenlernt.
nicht im Sinne einer Verkündigung, dazu hat man Konfirmandenunterricht und Gottesdienst und ähnliches, aber schon im Sinne eines von innen Kennenlernens, und das ist der Sinn des konfessionellen Religionsunterrichts. Ich habe ja nichts dagegen, aber genau. Beides. Ja, man kann auch beides machen. Ja. Das verstehe ich schon. Ja. Sagen Sie mal, wie sieht denn das heute mit der Verantwortung aus? Also ich glaube ja, dass jeder Mensch eine Verantwortung in der Gesellschaft hat. Würden Sie trotzdem die Verantwortung von Christinnen und Christen anders definieren, als sagen wir mal von so einem komischen Typen wie mir? Ich nehme mal als Symbol den 15. Februar 2003. Da fand ich, das war für mich so ein Bild dafür. Wir haben im Dom eine große Friedensandacht gehalten hier in Berlin. Voll, 4000 Leute, glaube ich, waren da drin, ganz dicht gedrängt. Und dann sind wir aus diesem Gottesdienst raus in die Demonstration gegen den Irakkrieg. Und dann lösten sich die Christen auf unter die anderen. Und für mich war das ein schönes Bild dafür. Also ich will als Christin Verantwortung in der Gesellschaft wahrnehmen, nehmen wir jetzt mal in der Friedensfrage, aber ich kann mich mit anderen zusammenfinden, die aus einem anderen Motiv heraus diese oder auch ähnliche Ziele verfolgen. Und das finde ich für die Christen auch wichtig, dass sie einerseits aus ihrem Glauben heraus ihre Verantwortung wahrnehmen, aber in der Lage sind, auch mit anderen gemeinsam zu agieren, die vielleicht aus einer anderen Motivation dasselbe sehen. Also das war mein Anliegen übrigens 89 bei der SED, bei der Reformation, dass ich gesagt habe, mir ist egal, ob jemand aus religiösen, weltanschaulichen oder anderen Motiven für soziale Gerechtigkeit eintritt. Hauptsache, er tritt dafür ein, und insofern ist Platz für alle diesbezüglich in der Partei. Wobei es immer ein paar Gläubige in der SED gab, aber das waren so Ausstellungsstücke, das hatte weniger damit zu tun. Auch jetzt ist der Anteil natürlich nicht gewaltig groß, aber es gibt ihn eben. Es ist eigentlich, Bodo Ramelow ist ja jemand, der das sehr deutlich zum Ausdruck bringt, aber es gibt ja immer noch ein gespanntes Verhältnis zu dieser religiösen Seite. Hat die Linke, um das jetzt mal auf die aktuelle, hat die Linke das je aufgearbeitet, dass sie im Grunde dafür verantwortlich, also ihre Wurzeln in der SED dafür verantwortlich ist, dass Ostdeutschland so weit entkirchlicht worden ist? Also das belastet nämlich immer noch die Diskussionen von heute. Ja, Sie müssen sich mal ansehen, den Beschluss des Parteivorstandes vom März 1990. Also eine Zeit, wo wir ganz andere Sorgen hatten. Da gab es einen umfassenden Beschluss zu unserem Verhältnis zu Kirchen und Religion. Und das war schon eine sehr, sehr kritische Aufarbeitung. Vielleicht gar nicht die Entkirchlichung, sondern die Behandlung der Gläubigen. Das hat uns vor allen Dingen gestört, soweit sie eben benachteiligt wurden. Manche wurden benachteiligt, andere weniger. Und ich weiß noch, wie mein Vater durchsetzte, dass er den Begriff setzen durfte statt der Gleichheit vor dem Gesetz. Das gab es ja formal immer, wenn es auch nicht stimmte. Die Chancengleichheit. Und das hat ihm Honecker genehmigt bei dem Gespräch mit dem Vorsitzenden der Evangelischen Bischofskonferenz, dem Nachfolger schon, auf der Wartburg. Und Leich war das, glaube ich. Ja, glaube. Ja. Da war auch wieder so was Schönes. Der Bischof kam nicht durch, weil die Sicherheitsvorkehrungen so groß waren, dass zwar Honecker und Gysi oben saßen, aber der Bischof nicht durchkam. Er musste das alles wieder abwickeln, bis er dann kam. Da spielte das eine Rolle, und Margot Honecker schüttelte dann den Kopf in der Volkskammer, als sie meinen Vater sah, um zu sagen, dass sie das nicht zulässt. Auch interessant. Also diese Widersprüche, die es dort gab. Aber, wissen Sie, meine Entwicklung ist natürlich anders verlaufen, weil ich immer zwar Toleranz gegenüber Kirchen, und zwar allen, und Religionsgemeinschaften angehalten worden bin, immer Kirchen besucht habe. Was ich vorhin noch sagen wollte, weil eben zum Beispiel die Kirche in der Leipziger Uni gesprengt wurde und so weiter, da gab es auch ein schlechtes Gewissen. Deshalb werden gerade solche Leute jetzt sich immer vehement für die Erhaltung der Denkmäler einsetzen. Aber die nehmen dann den Palast der Republik und sie nehmen die Kirche. Es gehört für sie irgendwie alles dazu. Das ist ganz interessant. Und wenn ich das ganz kurz sagen darf, was mich geärgert hat, ist, dass die Bundesregierung nie verzichtet hat, faktisch in Sieger und Besiegte zu unterscheiden. Schön wäre zum Beispiel gewesen, wir hätten in Berlin ein neues Gebäude gebaut und hätten international ausgeschrieben an Architekten und gesagt, es soll uns an das alte Schloss und an den Palast der Republik erinnern. Lasst euch was einfallen. Dass man einfach sagt, wir verzichten darauf, dass die einen gegen die anderen siegen oder verlieren, sondern wir befriedigen diese Bedürfnisse. Aber das sind so meine Ansätze, die relativ chancenlos sind. Aber kommen wir noch zu einem anderen Thema. Wie beurteilen Sie denn, wenn man so will, die evangelischen Kirchen der DDR? Die waren ja nur für die Opposition wichtig. Ich sage mal meinen Eindruck, Sie können das anders sehen und mich korrigieren.
als es um die Vereinigung der evangelischen Kirche der DDR und der Bundesrepublik ging, da war plötzlich die Stellung der Kirche der DDR etwas höher, weil die ja die Opposition so unterstützt hatte. Während es sonst ja immer umgekehrt war, dass man vom Osten her beitreten musste, stand moralisch plötzlich die Kirche der DDR etwas höher als die der Bundesrepublik, weil die ja dazu gar keine Chance hatte. Just in dem Moment wurden 10 EM entlarvt aus der evangelischen Kirche der DDR. Und damit war der ganze Ruf ruiniert. Das hat mich jetzt nicht wegen der Entlarvung an sich geärgert, sondern mich hat geärgert, dass plötzlich der Ruf sich so drehte und dass dann die Vereinigung anders verlief. Wie würden Sie das heute einschätzen? War das eine gleichberechtigte Vereinigung oder eher nicht? Das ist schwer zu sagen. Ich habe das als junger Mann wahrgenommen, auch im Studium schon. Ich habe also schon einiges mitbekommen davon, wie man da gerungen hat. Und dann war ja immer auch die Frage, wie schnell soll das geschehen? Und dann gab es unterschiedliche Institutionen. Ich habe selbst zum Beispiel mitbekommen, als damals schon, glaube ich, Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Evangelische Theologie. Da gab es eine Gesellschaft Ost, die waren immer eingeladen zu uns und konnten auch ab und zu konnte jemand kommen, und Gesellschaft West. Und wir standen also selbst vor dieser Frage. Und wir haben uns sehr Mühe gegeben, eben nicht mit Machtgefälle zu schlucken oder Ähnliches. Also das war ein Thema, ich weiß es noch sehr genau, dass man aufpasst, dass nicht einfach der eine seine Traditionen aufgibt und vom anderen verschluckt wird. Ich denke, dass einige es doch so empfunden haben. Weil es gab drei große Themen damals. Das eine war Militärseelsorge, das andere war Kirchensteuer und das dritte war Religionsunterricht. Das waren die Anliegen des Bundes der Evangelischen Kirchen der DDR. Und alles drei wurde nach West-Tradition gelöst, alle drei Fragen. Und das erlebe ich schon auch noch, wenn ich mit Kollegen, älteren Kollegen oder Kollegen meiner Jahrgänge und älter spreche, dass das noch sitzt bei einigen, dass sie sagen, also gerade mit den Gewerkschaften so und so, ne? Ja. Muss man sich gar nichts vormachen. Die Frage ist eben, nehmen wir mal das Kirchensteuersystem. Ja. Es ist nicht so einfach, denn das Problem ist klar. Und ich nehme das auch so wahr. Und wir haben das damals auch mit kritischem Blick als Studenten gesehen, was da passiert ist. Aber bei der Kirchensteuer muss man jetzt auch sagen, die Kirchensteuer ermöglicht hohe Einnahmen. Und es hat den Westkirchen natürlich auch ermöglicht, die Ostkirchen zu unterstützen. Und insofern ist es eine ambivalente Sache. Das System, was man abgelehnt hat, hat auf der anderen Seite die Grundlage dafür gegeben, dass auch Solidarität möglich war. Ja, aber wissen Sie, wenn ich da trotzdem mal was dazu sagen darf, dass die Kirchensteuer von den Finanzämtern eingetrieben wird. Meine Partei muss sich um ihre Mitgliedsbeiträge auch selbst kümmern. Und niemals würde das Finanzamt sagen, auch nicht bei einer Gebühr, wir treiben für euch die Mitgliedsbeiträge ein. Also insofern haben Sie es da schon leichter. Ja, die Kirche ist ja auch nicht eine Partei. Das weiß ich, das ist mir schon klar. Aber es gibt es auch für keine andere Einrichtung, das dürfen wir nicht vergessen. Da ist aber es gilt für alle Religionen. Ja, öffentlich-rechtliche Körperschaften. Ich finde, das ist ein sehr kluges System. Darüber können wir noch extra streiten. Jetzt ging es ja darum, wie haben Sie sich gefühlt? Und da gab es sicher einige. Ich glaube, dass es jetzt bei der jüngeren Generation sich auch schon, ich meine, wir sind 27 Jahre später, hat sich einiges dann doch geändert. Aber ich würde auch nicht sagen, dass der Verdienst der Kirchen in Ostdeutschland durch die EM-Entdeckung so geschmälert wurde. Also in der Situation, aber ich sag mal jetzt, Christian Führer und die Nikolaikirche waren einfach so ein Symbol. Und weltweit, dass die Kirchen diesen Raum geboten haben, da möchte ich nochmal zurückkommen zur Reformation. Ich finde, das war reformatorisch zu sagen, freie Rede, wenn sie im Land nicht möglich ist, muss sie in einer Kirche möglich sein. Das wurde auch im Westen kritisch gesehen. Es war gar nicht so, dass alle im Westen sagten, super, dass die Kirchen das da drüben machen, sondern viele haben gesagt, oh, die Balance, ob das so gut ist, ob das nicht so politisch ist. Also insofern denke ich, diese historische Leistung, also ich nehme jetzt mal Christian Führer oder ich nehme auch Reinhard Höppner als Gestalten, der Heimo ja auch, Falke. Der hat, ich meine, der hat damals, ich war in Magdeburg und ich war in Magdeburg und Dresden bei den ökumenischen Versammlungen, das brodelte ja. Und das als Kirche zu tun und den Ort dafür zu geben, das ist eine historische, reformatorische Leistung, würde ich sagen, die bleibt. Das stimmt und vor allen Dingen war es ja so gut, dass Sie es an nichts gebunden haben. Sie haben ja nicht gesagt, bist du eigentlich evangelisch oder nicht. Also Kraftschick oder Klier oder so, die waren ja alle dabei. Vor welchen Veränderungen stehen Ihrer Meinung nach die Kirchen? Also die evangelische Kirche, was muss sich im Leben der Kirche verändern, um den Gehalt
zu behalten. Ich muss Ihnen eine ganz kleine Geschichte erzählen, nur damit Sie mich richtig verstehen. Einer hat mal zu mir gesagt, Gregor, wenn es aber keinen Gott gibt, dann sind ja alle Kirchen umsonst gebaut worden. Es wäre ja ein Verschleiß von Material. Da habe ich gesagt, nein, die sind doch nicht für Gott gebaut worden, die sind für die Menschen gebaut worden. Und da hatten sie auch ihren Sinn und ihren Zweck. Aber davon abgesehen, man muss ja auch bereit sein, sich zu verändern. Wobei ich weiß, wie schwer Veränderung fällt. Wenn du als Linker glaubst, du hast die Gesellschaftsstruktur begriffen, nimmst du ja bestimmte Tatsachen, die dagegen sprechen, erstmal gar nicht zur Kenntnis, weil du dachtest ja, ich hab's jetzt begriffen, ich lasse mich ja jetzt nicht durcheinander bringen. Und sowas gibt's auch in Kirchen. Also ein konservatives Denken zu sagen, manchmal haben das immer so gemacht, wir müssen das nicht ändern. Aber ich habe mitbekommen, wie sich die Musik geändert hat, wie sich bestimmte Dinge geändert haben, weil man ja irgendwie die jungen Leute auch erreichen will. Vor welchen Veränderungen steht da, Erik? Wenn man sich die Veränderungen in der Gesellschaft in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahrzehnten anschaut, dann ist für die Kirchen die Frage, wie reagiert sie auf diese Veränderungen? Die Veränderungen der Gesellschaft kann man festmachen an dem Stichwort Individualisierung. Die Menschen wollen heute selber entscheiden, wie ihre Biografien aussehen. Das Stichwort Pluralisierung kann man nennen. Es sind einfach sehr unterschiedliche Milieus, Lebensstile, Gemeinschaften in dieser Gesellschaft unterwegs. Und man könnte noch einiges andere nennen. Die Kirchen hatten früher das Deutungsmonopol. Früher als Staatskirche sogar das staatlich garantierte Deutungsmonopol für die Gesellschaft. Und wenn jemand, als es dann möglich war, aus der Kirche ausgetreten ist, dann hatte das soziale Sanktionen zur Folge. Ich will klar sagen, dahin möchte ich nicht zurück. Ich finde, wir sollten bejahen die modernen Freiheiten. Wir sollten bejahen, dass Menschen heute entscheiden können, ob sie Mitglied der Kirche sein wollen oder nicht. Und sollten nicht Zeiten nachtrauern, wo es eben keine oder wenig Kirchenaustritte gab, weil es soziale Sanktionen gab. Das heißt, heute besteht, und das ist die Veränderung für die Kirche, besteht die Aufgabe darin, dass wir unter den Bedingungen der Freiheit plausibilisieren, warum es eine Lust ist, ein Christ und eine Christin zu sein. Warum es auch Sinn macht, warum es eine gute Idee ist, Mitglied einer Kirche, auch einer Institution Kirche zu sein und eben nicht nur für sich selber das Ganze zu klären. Das müssen wir heute plausibel machen. Und das ist eine andere Situation als vor 50 Jahren. Und da sind wir sozusagen eine Institution, die mit vielen anderen möglichen Weltdeutungen ja auch konkurriert sozusagen. Und ich sage, wir müssen so auf diese Aufgabe zugehen, dass wir deutlich machen, welche Kraft diese Botschaft hat. Und das können wir nur, wenn wir selber begeistert davon sind. Wenn wir das wirklich glauben, was wir da die ganze Zeit erzählen und wenn wir es auch mal zum Ausdruck bringen, wie wunderbar diese Botschaft ist und wie hilfreich, wie segensreich diese Botschaft eben Frieden, Versöhnung, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung auch für die Gesellschaft sein kann. Und das ist unsere Aufgabe heute. Wir können nicht an irgendwelchen alten Privilegien orientiert sein, denen wir irgendwie nachtrauern würden, sondern wir müssen Zutrauen zu unserer eigenen Botschaft haben. Dann werden die Menschen auch merken, dass wir ausstrahlen, wovon wir sprechen. Sagen Sie, Frau Kiesmann, bei Ihnen würde ich das gerne noch ergänzen. Jetzt ist ja die Gesellschaft mit etwas konfrontiert, worauf die Regierung offenkundig gar nicht vorbereitet war. Dass wir ja nicht nur die Globalisierung haben oder davon reden, sondern dass sie stattfindet. Dass die Menschheit dadurch zusammenrückt, dass wir eine technische Revolution haben durch die Digitalisierung des Lebens. Dass früher natürlich gab es auch Menschen in Afrika, die wussten, wir würden in Europa leben, aber jetzt wissen es alle. Jetzt stellen sie Fragen an uns, auf die wir keine Antworten haben. Und jetzt haben wir die Flüchtlinge. Ursachen sind Kriege, die ich fast alle falsch fand. Die drei säkularen Staaten sind zerstört im Nahen Osten, also Libyen, Syrien und Irak. Die anderen sind ja ganz anders strukturiert. Es gibt auch einen Unterschied zwischen einer Entwicklungsdiktatur und einer monarchistischen Diktatur, wie sie im Nahen Osten sich gestalten. Also auf jeden Fall haben wir das. Wir haben den Hungertod, wir haben Elend, die 62 reichsten Menschen auf der Welt besitzen genauso viel wie die finanziell untere Hälfte der Menschheit, die 3,6 Milliarden Menschen. Wenn wir diese Probleme nicht angehen und wir führen so eine kleinkarierte Debatte über Zäune und Kapazitäten und Obergrenzen, anstatt zu sagen, wenn wir jetzt nicht ernsthaft was dagegen unternehmen, dann kann die ganze Situation unbeherrschbar werden. Gibt es da auch eine neue Aufgabe und Rolle für die Kirche? Ich denke auf jeden Fall, dass die Kirche die Kraft haben könnte. Diese Nationalismen, die entstehen und die Abgrenzungsängste, die entstehen, zu überwinden. Wenn wir sagen, wir sind eine Provinz der Weltchristenheit und Christsein heißt, du bist Mitglied der Familie der Kinder Gottes, ob du jetzt in Indonesien lebst, in Deutschland oder in Brasilien, hätte das eine ganz große Kraft, diese Grenzen und diese Grenzzäune im Innern, in den Köpfen auch zu überwinden. Ich wünsche mir schon, dass wir diese Weite, dieses weite Herz da mit reinbringen können, weil ich denke, wenn ich
nicht national, nationalistisch oder auch noch europäisch meinetwegen denke, sondern sogar weltweit denke, weil wir zu einer globalen Familie gehören. Also Christentum ist die erste globale Bewegung eigentlich, weil es um die ganze Welt geht. Könnten wir diesem immer enger werdenden Denken aus Angst was entgegensetzen, nämlich Weite? Und da wünsche ich mir, dass das Christentum viel dazu beiträgt. Eine ganze Zeit lang haben wir so getan, als ist es ganz wunderbar, dass Missionare von hier aus in alle Welt gehen. Heute müssen wir vielleicht manchmal nachdenken, ob es unsere Kirchen auch belebt, bereichert, verändert, wenn Menschen aus ganz anderen Regionen dieser Erde zu uns kommen und unsere Gemeinden plötzlich verändern. Und das sehe ich schon. Also ich sehe ja schon, wie unsere Kirchengemeinden, du hast das ja auch mal gesagt, wie unsere Kirchengemeinden sich jetzt schon verändern durch die Flüchtlinge, die da sind, die sie aufnehmen, mit denen sie umgehen. Also alles, was schwierig ist, bringt immer auch Veränderung und Hoffnung. Also wir sind ein idealer Akteur einer weltweiten Zivilgesellschaft als Kirchen. Margot also Kessmann, kann er schöner formulieren als ich, aber das meine ich auch. Ja, ich wollte gerade, sie hat ja gerade darauf hingewiesen, auf die weltweite Familie. Ich erfahre das sehr konkret und Margot natürlich selbst auch, wenn sie jetzt unterwegs ist weltweit. Du kommst in ein Land, jetzt war ich in Ruanda und in Südafrika und in Tansania. Du kommst in ein Land, du wirst innerhalb kürzester Zeit an einem Tag in die entferntesten Dörfer eines in Ruanda jetzt zentralafrikanischen Landes gefahren. Du triffst in den Lehmhütten den Kirchenvorstand dieses Dorfes und du hast innerhalb kürzester Zeit mehr von dem Land mitbekommen, als wenn du 10 Bücher liest. Das kann die Kirche durch ihr Netzwerk. Und deswegen müssen wir in die Politik reinwirken, dass für jede Regierungsentscheidung eine Weltverträglichkeitsprüfung gemacht wird. Jede Kabinettsentscheidung muss ankreuzen, sozusagen auf einem Formular geradezu, was diese Entscheidung bedeutet für die Schwächsten auf der Welt. Dann kommen wir weiter. Das wäre ein schöner Job für mich, aber den würde mir keiner anbieten. Aber ich habe 3 Fragen, die Sie ganz kurz beantworten können. Erstens möchte ich von Ihnen wissen, die ganze kommunistische Theorie von Marx und Engels, glauben Sie, dass die religiöse Züge hat oder dass sie religiöse Züge bekommen hat oder glauben Sie das nicht? Religionsersatz war sie wahrscheinlich schon. Gut. Meine 2. Frage, was halten Sie von Franziskus? Und die Frage an Sie, was halten Sie von dem Treffen von Franziskus mit dem Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche nach über 1088 Jahren, was ja wirklich ein Ding ist. Aber fangen wir mit Franziskus an. Hat viele Menschen inspiriert und ich freue mich riesig über die Inspiration, die Franziskus für die Welt insgesamt bedeutet, als ich von der Papstwahl gehört habe und dann gewartet habe auf den Namen, den er bekannt geben würde. Als ein Jesuit bekannt gegeben hat, dass er sich Franziskus nennen würde, habe ich einen innerlichen Luftsprung gemacht, weil ich genau wusste, dass damit auch ein Programm verbunden ist. Und ich muss sagen, er hat mich nicht enttäuscht. Darf ich Ihnen noch was sagen, wenn ich es ein bisschen nicht kürzlicher zum Ausdruck bringen darf? Wissen Sie was? Die Kardinäle machen eine schlaue Kaderpolitik. Und wissen Sie auch warum? Der Ruf der Kirche war natürlich dabei, wirklich abzusacken. Und sie wussten, wenn sie jetzt nicht einen solchen Mann zum Papst wählen, ist das Ganze nicht zu stoppen. Ich finde das klug und ich schätze ihn sehr. Und ich war einmal auf Bodo Ramelow richtig neidisch, als er mir geschrieben hat, heute treffe ich den Papst. Da habe ich ihm geantwortet, neid, neid, neid. Da hat er sich aber sehr gefreut, dass ich ihm sogar... Ja, und was sagen wir nun zu dem Treffen? Ja, ich sage jetzt mal diplomatisch, ist natürlich immer wunderbar, wenn Spaltungen überwunden werden und Differenzen überwunden werden. Aber natürlich ist es so, dass ich auch sehe, dass die russisch-orthodoxe Kirche und auch unter Patriarch Kirill doch sehr stark mit einer Vorstellung, ein Land, ein Volk, eine Kirche, eine Nation arbeitet. Und ich mir wünsche, dass auch die russisch-orthodoxe Kirche und das Patriarchat historisch kritisch sich selbst anschauen können, die eigenen Texte anschauen können, offener werden. Beispielsweise auch, was die Begegnung mit Frauen betrifft. Die Beziehung zur EKD haben sie ja in dem Moment abgebrochen, als ich Ratsvorsitzende wurde. Und das hielt ich dann doch für ein bisschen kleinlich. Und glauben Sie aber nicht, dass solche Gespräche helfen können, sie zu öffnen? Wenn man sie isoliert, das bringt ja auch nichts, glaube ich. Ne? Oh, ich meine, ich würde sagen, wir haben in den 80er Jahren, 89, nehme ich nochmal, hat Kirill in Basel eine Rede gehalten, in der er gesagt hat, er habe viel vom Westen gelernt, unter anderem Respekt vor Frauenrechten, Demokratie auch in der Kirche wagen. Also diese Offenheit war schon mal da. Ich hatte den Eindruck, dass die eher wieder doch in den letzten Jahren deutlich zurückgenommen wurde. Am Karfreitag werden wir ja alle nachdenklich sein. Sie besonders, aber ich auch ein bisschen. Und dann wünsche ich uns allen dreien, aber vor allen Dingen Ihnen, einen wunderschönen Ostersonntag. Danke. Ebenso. Danke.